Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereny und ich habe heute ein sehr spirituelles Thema für dich, also dranbleiben. Ich werde ja ganz oft gefragt auch, also ob es sowas wie spirituelle Ernährung gibt. Ich habe auch einen Vortrag hier am Kanal, den verlinke ich gern mal. Und ich möchte gleich mal das Thema Ernährung und Spiritualität aufgreifen, um ein bisschen was darzulegen und zu erklären. Also grundsätzlich einmal gibt es ja ganz viel in der Werbung. Es gibt Nahrungsergänzungsmittel und die machen dich so rein und klar und bewusst und erhöhen deine Schwingung so wahnsinnig. Also da werden so Pulverl und so Klumpert beworben. Dann gibt es natürlich Aurasprays, die dich auch bewusster machen und die Schwingung erhöhen. Und natürlich auch Nahrungsmittel, die spirituell ganz toll sein sollen für die Zirbeldrüse. Und dann geht die auf und boom und auf einmal sehen wir alles. Also wenn es nicht gerade der alte Schwammerleintopf von der Oma ist, dass du dann bunte Farben siehst, möchte ich kurz einmal einlenken und einmal auf diese spirituellen Lebensmittel oder die spirituelle Ernährung an sich eingehen. Der Witz ist ja folgender. Spiritualität beschreibt ja, nach meiner Definition zumindest, etwas Inneres, das heißt einen inneren Vorgang. Und das Einzige, was innen vorgeht bei der Ernährung, ist die Verdauung. Das heißt, kannst du spirituell verdauen, werden dann deine Pupus lila oder woran merkt man das? Ich glaube einfach, dass es natürlich Mittel gibt, wo man sagt, okay, die sind offensichtlicher, unter Anführungszeichen, schlechter für die Spiritualität, also innere Klarheit. Nehmen wir mal, Spiritualität ist innere Klarheit, ist inneres Bewusstsein, ja, innern klar sein. Bewusst sein, innen hell sein, Licht sein, ganz klar auf dem Punkt sein. Dann können wir schon mal Rauschmittel, denke ich, ausschließen, weil die ja dämpfen. Das heißt, die heben zwar vielleicht mal die Stimmung und machen etwas kurzfristig heller, aber unterm Strich ist es ja etwas Dämpfendes, macht es dich ja unbewusster. Du beobachtest nicht mehr, sondern du bist eigentlich berauscht. Und ein Rausch hat jetzt nichts mit Spiritualität zu tun. Also lass dir nichts von irgendwelchen Esu-Hüpfern, die gerade erleuchtet sind und glauben, ja, im Rausch selber, wir sind die Söhne des Dionysos und Töchter des Dionysos und haben jetzt da die volle Gaude dabei. Also lass dir von solchen Vögeln bitte nicht erklären, dass das Spiritualität ist, denn das ist einfach nur eine Weltenflucht und ein Ausblenden. Natürlich kannst du dich mit einer reinen Meditation genauso ausblenden, wenn du immer nur höher, höher, höher rauf willst. Irgendwann verlierst du halt mal die Bodenhaftung, ist ganz logisch. Das heißt, noch ein Tipp, wenn du während einer Meditation immer nur das Herz muss aufgehen oder das dritte Auge muss aufgehen machst und nie wirklich deinen Arsch, Entschuldigung, in der Hose hältst und einmal klar und bewusst bist, dann wirst du irgendwann mal ekstatisch werden und verrückst aber dann auch leichter. Denn je höher man kommt und je weniger dein Fundament ist, umso labiler wird das auch im Energetischen. Das sollte eigentlich relativ klar sein, wird aber leider nicht so unterrichtet, weil genau diese Hosianna, Hosianna und wir sind alle heilig, spirituell und erleuchtet Vögel dann solche Kurse geben, wo das so toll ist und man ein Hai nach dem anderen erlebt. Aber im Prinzip sind das nichts anderes als esoterische Drogendealer und sonst macht das nichts. Also Rauschmittel können wir schon mal ausschließen. Dass man voller Bauch studiert nicht gern, voller Bauch meditiert nicht gern, ist auch klar. Also wenn ich mir da jetzt recht schwere Sachen permanent reinpfeife, dann ist das auch nicht das Idealste für die Ernährung. Dass dich eine pflanzliche Ernährung leichter macht als eine tierische Ernährung, ist nicht nur jetzt wissenschaftlich nachgewiesen, sondern ist auch nachvollziehbar. Das heißt, du wirst leichtere Gedanken haben, das heißt, du wirst generell leichter sein, weil du weniger geerdet bist durch diese Ernährung. Und deshalb dient sie vielleicht mehr bei der Meditation. Sie macht dich aber an sich nicht spirituell, sondern halt einfach mal leichter. Und dann kannst du vielleicht mal leichter abschalten, den Kopf abschalten und ein bisschen mehr in dich reingehen. Vielleicht, weil ja natürlich auch jegliche Entsagung, und da komme ich jetzt zum Fasten, jegliches Entsagen, also das Weglassen von etwas, eigentlich symbolisch etwas ist, wo man sagt, man geht eigentlich nach innen. Das heißt, man reduziert sich außen, man wird außen schlanker und geht nach innen mehr.
Das ist eigentlich so dieses Fasten. Das heißt, du lässt Nahrungsmittelgruppen weg. Zum Beispiel Zucker, Fleisch, Alkohol, keine Ahnung, Mehl, ja, zum Beispiel. Dann bist du im Prinzip schon wie in einer Fastensituation und durch dieses Fasten wirst du auch in dir klarer und gereinigter. Natürlich auch auf der körperlichen Ebene, denn wie innen so außen. Also da spürt man natürlich dann auch am Körper diese Zustände. Ne? Letzten Endes geht es bei der Spiritualität um Bewusstsein. Und auch bei der Ernährung geht es eigentlich um Bewusstsein, bewusst schmecken lernen, bewusst die Nahrung wahrnehmen. Es gibt da einfach gute Tipps, wie du bewusster dein Essen wahrnehmen kannst oder dein Essen einfach konsumieren kannst. Nämlich indem du mal langsam isst, bewusst kaust. Das ist schon Bewusstsein, bewusster schmeckst. Gewürze mal variierst, mal mehr salzen, weniger salzen. Wie viel Salz brauchst du, dass es dir wirklich schmeckt? Tust du nur aus Gewohnheit zum Salzstreuer greifen? Keine Ablenkung beim Essen, also kein Handy irgendwo bei der Hand haben oder Musik hören, sondern in Ruhe essen. Bewusst essen. Schauen, dass du dich einfach auf deine Ernährung auch konzentrieren kannst. Das heißt auch nicht während dem Fernseher oder so essen. Und dann merkst du, dass du eigentlich ein anderes Gefühl für deine Ernährung kriegst und vielleicht dann auch andere Geschmäcker wahrnimmst. Das heißt, wenn du beginnst, weniger synthetisch hergestellte Nahrung zu essen und zu dir zu nehmen und bewusster mit Gewürzen umgehst, wirst du deine Geschmacksnerven verfeinern. Ich bringe das Beispiel gerne. Probier einfach mal einen Monat keine Schokolade oder irgendwelche gezuckerten Sachen zu essen. Auch keine künstlich gezuckerten wie Cola Zero oder sonst irgendwas. Und ernähr dich nur mal von Früchten auch, also von der Süße her. Also wenn du willst, dann iss Obst und probier dann nachher einfach mal nach so einer Phase in eine Schokolade beißen und dann sag mir, ob dir das Ding schmeckt. Denn ich mache immer wieder die Erfahrung, ich meine, ich schaffe es auch immer wieder, dass ich mich relativ gut wieder raushole und mich wieder anfixe auf dieses ganze Zeug. Aber dann wirst du es relativ gut schaffen, einmal einen Unterschied zu schmecken und dann wird dir das nicht so schmecken. Das ist wie eine Entwöhnung eigentlich. Man muss das jetzt nicht überdramatisieren, aber letzten Endes ist das natürlich eine Art der Bewusstwerdung. Und Bewusstsein ist immer gut auf jeder Ebene. Das heißt, Bewusstsein hilft deinem Körper auch, wenn du bewusster dich ernährst. Natürlich. Wirst du deswegen spiritueller? Nee, eigentlich nicht unbedingt. Aber klarer wirst du. Und durch Klarheit und Reduktion kommst du in ein neues Bewusstsein rein. Natürlich. Das heißt nicht, dass du das für Meditation nutzen musst. Aber du kommst in andere Bewusstseinszustände und die sind schon hilfreich. Und ich kann nur empfehlen, probier es einfach mal. Probier einfach mal phasenweise. Ich lasse jetzt einen Monat, 2 Monate Alkohol weg, wenn du mehr Alkohol trinkst. Ich lasse Zucker weg. Reduziere das immer mal so phasenweise und schau einfach mal, wie es dir geht und wie du dann schmeckst danach. Und wenn du das mal hast, vielleicht schaffst du dann auch noch mal den nächsten Schritt, dass du sagst, ich bereite mir selber mein Essen zu. Ja? Also ich weiß, man hat keine Zeit und so weiter und so fort, aber das gehört einfach geplant und dann kann man auch schon diese Sachen viel besser umsetzen. Das heißt, wenn man nicht auf die Kantine angewiesen ist, sondern sich das Essen mal selber mitnimmt und auch selber zubereitet. Und einfach mal schauen, was da der Unterschied ist. Gut. In diesem Sinne, ich bin natürlich kein Ernährungsberater, muss ich sagen, und ich sehe das nur aus der energetischen Sicht bzw. aus meinen eigenen Erfahrungen und das sind auch keine medizinischen Tipps. Ich kann es nur von meinem Bewusstsein und meinen eigenen Erfahrungen sagen. Mach dir einfach bewusst, wie etwas schmeckt, was du zu dir nimmst, ob das jemand vorbereitet hat für dich, denn wenn es vorbereitet wurde, zubereitet wurde, auch von der Industrie, dann kannst du davon ausgehen, dass die darauf aus sind, dass du angefixt wirst. Durch das, was du da zu dir nimmst. Natürlich, das soll ja schmecken. Es macht ja niemand ein Produkt und sagt, bäh, das soll gar nicht schmecken, sondern das soll dir ja immer schmecken. Also mach dir bewusst, dass du da wahrscheinlich ein bisschen verführt wirst. Ob das durch die Farbe ist, durch die Konsistenz, durch den Geschmack, durch Zusatzstoffe, das ist immer so ein bisschen ein Gaukelspiel. Und versuch, wenn möglich, einfach mal
möglichst unbearbeitete Lebensmittel zu schmecken, auch ungewürzt, und einfach mal wieder den Geschmack freier zu kriegen. Und dann entwickelst du da ein neues Bewusstsein und wer weiß, wo es dich hinführt. Ich sage jetzt nicht, iss kein Fleisch oder iss, trink ja keinen Alkohol oder ja keinen Zucker, sondern ich sage nur, probier es halt einfach mal aus. Und diesen Tipp kann ich dir von Herzen geben, weil ich das immer wieder mache. Ich habe auch immer wieder Phasen. Da mache ich es mehr, dann mache ich es weniger. Aber probier es einfach aus. Das wäre mein Tipp an dich. Und damit hätten wir es heute schon geschafft. Ich möchte noch ein kurzes Dankeschön sagen. Über 500 Abonnenten auf diesem Kanal. Wahnsinn. Hätte ich mir nie gedacht. Aber vielen Dank, dass du dabei bist. Wenn du noch nicht dabei bist, abonniere den Kanal, Daumen hoch, teile das Video. Und ich freue mich auf nächstes Mal, wenn wir uns wieder hören. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker aus Linz, Oberösterreich. Wunderschöne Stadt. Mediale Energetik ist Energetik, die wirkt. Alles Gute und bis nächstes Mal.